Yay! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, gut, erstmal wieder reinkommen. Ja, es kam jetzt 2 Folgen, 2 Tage keine Folgen. Ja, ich schlimmer Finger. Nein, ich hatte einfach keine Zeit und keine Videos mehr, sorry. Deswegen machen wir jetzt weiter. Haben wir unser Inventar geleert? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir das mal weg, 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 weg. Alles voll. Weg, 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 weg. Okay, ich hoffe. Ja, was gibt's Neues? Keine Ahnung, eigentlich nichts Besonderes. Oh, das ist was ganz anderes. Haben wir hier drin? Ach, hier ist nur Krimskrams. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Einfach mal weiter. Schuppdi-dupdi-dubli-du. So, sieht ja schon gut aus, eigentlich. Sammeln hier kurz die Steine ein. So. Ja. Crossfire kam ja auch nicht. Und da muss ich heute wieder aufnehmen. Und da bin ich ja gerade dabei. Also machen wir erstmal hier unten an der Monsterfalle weiter. Ja, wieder fröhliches Gehacke und Gehicke. Gehicke. Ja. Haben wir Logik. So, hier weg, da weg, da weg, da weg, da weg. So, Fackel, hier hin. So. Ja, Themen habe ich mal wieder keine. Oder? Warte, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Nicht zu langweilig, besser. Keine Ahnung. Nö, eigentlich. Ich hasse Taxifahrer, so viel kann man sagen. Taxifahrer sind scheiße. Letztens wollten wir mit dem Taxi fahren. Wohin ist ja egal. Moment. So. Wollten wir Taxi fahren. Haben wir Taxi gerufen so. Dass wir halt so ein großes Taxi brauchen. Und die uns Angebot und so gemacht. Und dann auf einmal, ja, warten wir so. Er hat gesagt, ja, kann lange dauern, ne? Halbe Stunde bis Stunde. Wir so, ja, haben wir einberechnet, gut. Ja, nach einer Stunde rufen die dann an, ja, Taxi ist da, ne? Ja, gehen wir runter. Kein Taxi da. Rufen wir da an, ja, hier steht kein Taxi. Ja, oh, falscher Weg, oh. Also falsche Straße. Hi Zombie. Wohin will der? Ah, jetzt hat er mich gesichtet. Enemy spotted. Hi. Aua. Ja, toll. Ne? Fällt mal das. Ja, rufen wir an. Ja, halbe Stunde. Ja. Nach einer Stunde haben wir dann angerufen, wurden richtig sauer. Ja, 15 bis 20 Minuten. Ja, und dann war es eigentlich da. Ja, keine Ahnung. Die verarschen einen. Lapis Lamushi. Yeah. What the fuck? Wo kommt. Alter, was hast du für ein Ding auf? Gangster. So, Steine hier. Stopfen da. Alles klar. Noch Zombies? Nein. Schon wieder hier erschrecke ich mich total. Ja, okay, erschreckt war das jetzt nicht richtig. Hab nur irgendwie Schaden gekriegt. Kann mir ruhig ein Creeper hier helfen, aber der richtet ja eh nicht viel Schaden an Clean Stone an. So. Dafür in Sand und Erde. Dann hat man oben immer große Krater. Ja. Monsterfalle, Monsterfalle, Monsterfalle. Ja, dann sind die auch schon fast. Ja, dauert noch. Also wenn wir die ausgehoben haben, dann haben wir schon den größten Teil geschafft. So, warte, einen Moment. Kartauschka essen. So, jetzt habe ich wieder gesagt. Da muss ich halt hier Wasserwege reinmachen. Erstmal hier die Mitte rausfinden, dann das Loch graben, dann die Wasserwege überall machen, dann unten noch diesen Glaskasten mit der Lava und so und Wasserstrom und dann brennen die und dann tot. Und dass die Beute dann unten rauskommt. Ja. Ich könnte daraus auch eine XP-Maschine machen, aber ich muss gucken.
Ich weiß noch, ich habe noch nie eine XP-Maschine gebaut, nur immer Monsterfall. Und da muss ich gucken, wie die eigentlich gehen. Dann schaue ich mir das mal an. Irgendwo, ein Tutorial oder so. So, bis jetzt sind wir hier auf noch keiner Höhle gestoßen. Das ist ganz lustig. Aber es dauert nicht mehr lang. Dann haben wir schon fertig. Was kann man noch erzählen? Was kann man noch erzählen? Was ist hier im Moment aktuell? Gibt schon lange kein Fernsehen mehr. Bin voll nicht auf dem Laufenden. Ja, abgesehen davon, dass mein Computer wieder total laut wird. Was kann man erzählen? Liegt hier irgendwas rum? Nö, eigentlich nicht. Ja. Es dauert, das zieht sich jetzt noch hier das letzte Stück, finde ich. Was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Cobblestone, den wir haben? Damit können wir viele Mauern bauen. Früher damals, das war noch Zeiten. Nein, in meiner anderen Map, die ich früher hatte, die mir dann abhanden gekommen ist. Tragischerweise. Da hatte ich auch so eine große Mauer gebaut. Ich hatte die fast fertiggestellt. Okay, hat noch ein bisschen gefehlt, aber fast. Und dann, ja, Computer kaputt. Ich habe die Datei zwar gesaved auf dem USB-Stick, aber dann habe ich auch schon mal erzählt. Hau ab, Fliege, geh weg. Scheiß Obstfliege. Oh, wohin baue ich denn hier? Na egal, das ist jetzt ein Hohlraum. Spawnt eh nichts drin. Also. Wo war ich? Mauer. Genau. Ne, ich war bei, ja doch, Mauer. Und dann kaputt und dann gespeichert. Und dann wollte ich die Map wieder auf dem Rechner machen und dann auf einmal, ja, diese Datei hat Fehler hier und da und kann nicht mehr benutzt werden oder geöffnet werden. Bla bla bla. Zombie, Zombie. Bam. Und ich muss unbedingt mal Creeper, Creeper, meinen Texturen patchen. Bang. So, Level 22. 22. Warum rede ich so? Wir können ja auch einfach mal ein stummes Let's Play machen. Wir machen mal eine Schweigeviertelstunde. Nein. Wäre langweilig. Ja, für mich und für euch. Ja, ich bin ja eh für euch langweilig, also macht das keinen Unterschied. Nein, der war falsch. Hier. So. So kann man mal sagen, was ich eigentlich für Spiele spiele in letzter Zeit. Ja, Crossfire natürlich. Minecraft. Mehr nicht. Doch, ich spiele Shakes and Fidget. Ist ein Browser Game. Kann ja mal kurz erklären. Könnt ihr ja alles spielen. Ich spiele. Also ist kostenlos natürlich. Ich spiele auf RTL 2, so heißt die Welt. RTL 2, nicht RTL, es gibt nämlich auch RTL-Server. Und ich spiele auf der RTL 2 Welt. Das ist einfach ein Spiel, da bist du ein Charakter, kannst dir so Sachen im Shop kaufen, Rüstung und so, dann musst du gegen Monster und andere Spieler kämpfen und Dungeons machen und so. Also ist jetzt nicht so ein 3D-Spiel, ist einfach nur so ein Klickspiel, Browser-Game halt. Und Missions kannst du machen, bla 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 bla. Punkte, Level abgehen, Tränke kaufen, Tränke trinken. Ja, und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt schon Level 246, müsste das sein. Ich spiele auch schon 2 Jahre. Ja, und ist einfach ein Game, wo man nicht lange Zeit für braucht, wo man einmal durchklickt und dann hat man's. Oh, ich bin voll. Ja, also kostet nicht viel Zeit und Geld erst recht nicht. Also man kann Geld dafür ausgeben. Oh. Hau ab.
Und ein Slimy. Klatsch. Ein Slimeball will ich aber haben. Hier, komm, das braucht keiner. Und da oben ist noch eine Spinne. Aber erstmal eine Kartoffel essen. So, jetzt gehen wir in mein Handy. Handy macht wieder komische Geräusche. So, Spinne, komm her. So, Spinne tot. Da hinten ist noch ein Skelett, das sieht getarnt. Das erkennt man kaum von hinten. So, kaputt. Hab's kaputt gemacht. So. Eigentlich könnte man sich hier auch so durchkloppen. Einfach über Licht ausmachen und sich durchkloppen. Braucht man nicht groß rumlaufen irgendwo oben. So, kurz kratzen. Dann Steine, Steine, Steine. Steine hier, Steine dort. Steine. Nein. Doch. Steine sind am jeden Ort. Steine hier, Steine dort. Steine hier und dort. Du bist so Zombie. Zombie ist auch wieder da. Hier heute mein Stargast. Zombie. Hi Zombie, wie geht's dir? Zombie macht echt gute Videos. Wie gesagt, ich gucke jetzt nicht irgendwie Let's Play, aber ich habe ihn schon mal gesehen und ich finde einfach, glaub, er macht es gut. Nichts, dass ich jetzt hier gegen Zombie zu sagen hätte, außer dass er manchmal, ich finde, er ist manchmal so ein bisschen demotiviert. Meine Meinung an alle Zombie-Fans da draußen, meine Meinung. Ein bisschen demotiviert finde ich ihn manchmal. Oder so kommt es jedenfalls rüber. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist oder ob das einfach nur seine Art ist. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. So gut kenne ich ihn nicht, um das zu sagen. Zu können. So, kurz nochmal Fackel. Ups. Das war nicht mit Absicht. Welchen Let's Player ich nicht leiden kann, ist eine die und zwar Honeyball. Die kann ich nicht leiden. Keine Ahnung warum. Ich mag sie einfach nicht. Keine Ahnung. Und das liegt jetzt nicht daran, weil sie eine Frau ist, sondern keine Ahnung, ich finde die Art, die Stimme finde ich einfach nicht gut. Also ich werde jetzt hier auch nicht nur über irgendwelche Let's Player lästern oder sowas, will ich ja gar nicht, weil die haben. Nein, nicht d-d-dumm. Die haben viel mehr erreicht, als ich je erreichen werde. Und deswegen teilweise Respekt, teilweise auch mag ich nicht. Also. So. Hier, hier.